Herzlich willkommen, lieber Krebs, zu deiner Tarotkartenlegung für den Zeitraum vom 23. Dezember bis zum 31. Dezember. Das ist die erste Dekade Steinbock und wir verlassen jetzt so allmählich die feurige Energie vom Schützen und kommen in die erdverbundene Energie vom Steinbock. Und dieser Umstand beeinflusst uns alle mehr oder weniger stark und da möchte ich mir ansehen, wie die Energie sich so für dich auswirken wird, lieber Krebs. Okay, schon eine Karte für den Krebs. Die Karten verstecken sich heute ein bisschen. Die Sonne. Okay, ein sehr schöner Zustand, sehr viel Klarheit. Du hast gerade sehr viel Klarheit und dir werden auch Dinge klar. Die Kommunikation mit den Menschen in deiner Umgebung gestaltet sich nicht nur angenehm, sondern halt auch eindeutig, ne? Also du weißt genau, woran du bist. Du weißt auch Bescheid über deine eigenen Gefühle, die sind dir auch klar und das ist natürlich eine sehr gute Voraussetzung dafür, wirklich sehr viele angenehme, schöne Erlebnisse mit deinen Liebsten zu haben und eine sehr schöne Zeit, sehr angenehme Zeit zu verbringen. Ja, das ist ja ein hervorragender Start und dann schauen wir uns mal an, welche Themen es sich da bei dir drehen könnte, um welche Themen es so geht. Drei Karten sind leider etwas zu viel. Ja, aktuell haben wir hier einen König der Stäbe. Das könnte natürlich für eine Person in deiner Umgebung stehen. Eine Person der Stäbe, des Feuers. Vielleicht Schütze, Widder oder Löwe. Muss aber nicht sein. Es ist auf jeden Fall eine Person, die sehr einnehmend und mitunter dominant daherkommt. Sehr fordernd ist, aber auch abenteuerlustig und risikobereit, energisch und durchsetzungsstark. Und eher eine gereifte Persönlichkeit, ne? Vielleicht älter, eventuell, oder innerlich älter. So eine Person könnte für dich eine Rolle spielen oder die Situation, in der du bist, erfordert es, dass du so eine Person darstellst. Eigentlich sehe ich hier nicht deine Energie, weil diese Person dem Feuerelement entspricht und du bist ja ein Wasserzeichen. Aber das kann halt von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Wir haben ja auch in gewisser Hinsicht alle Elemente auch in uns, alle Temperamente. Bloß vorwiegend ist bei dir natürlich das Wasserelement. Ja, vielleicht lernst du diese Person auch kennen, vielleicht beschäftigt dich diese Person jetzt gerade aktuell mehr als sonst. Da sind die Situationen unterschiedlich. In der Vergangenheit haben wir hier die drei Scheiben. Also du hast viel in der letzten Zeit gearbeitet. Du hast viel Dinge erledigt, die so auf dem Zettel stehen, so kleine Arbeiten, die halt erledigt werden müssen. Das kannst du jetzt auf jeden Fall hinter dir lassen, da hast du schon viel geleistet und
das liegt jetzt erstmal in der Vergangenheit. Wir haben ja auch Feiertage, ne? Wir haben ja auch ein bisschen Urlaub, ist ja ganz passend. Und in der Zukunft haben wir einmal hier die 8 Schwerter und die 6 der Scheiben. Ein bisschen ambivalent, ein bisschen unterschiedliche Energien. Einmal die 8 Schwerter, das sind so Ereignisse, Geschehnisse, die von außen auf dich einströmen, die vielleicht mitunter so deine Pläne ein bisschen durchkreuzen könnten. Es könnten manchmal so kleine Missgeschicke sein oder ein bisschen Chaos in deiner Umgebung, die manchmal ein bisschen zu Irritationen führen können, aber keine großen Auswirkungen haben. Die 6 der Scheiben ist dagegen eigentlich eine ganz sichere, stabile Energie. Da siehst du einfach den Lohn für deine Arbeit, die du hier getätigt hast. Da kannst du dich auch so ein bisschen auf das Geleistete ausruhen und dich darin einfallen lassen und das einfach genießen, deine Erfolge genießen. Also das sind die Themen, die dann so auf dich zukommen und wir schauen uns mal an, mit welchen Herausforderungen du es in der Zeit zu tun hast. Ah ja, okay. Ja, kontrovers, auch hier. Also hier haben wir einen Ritter der Kelche. Das könnte für die gleiche Person stehen, nicht unbedingt. Aber vielleicht, diese Person, die ich hier beschrieben hat, hat vielleicht auch sehr emotionale, empathische, sensible Eigenschaften. Dann könnte das sehr gut die gleiche Person sein. Ich sehe hier aber auf jeden Fall deine Energie, weil Kelche entspricht den Wasserelement. Das könnte es quasi auch du sein. Deine Energie, deine gereifte Persönlichkeit. Das würde dann heißen, dass du dich auch gerade sehr stark mit deiner Persönlichkeit positionierst und dich sehr authentisch zeigst, auf eine gereifte Art und Weise auch. Und ja, dass du einfach auch sehr präsent bist aktuell. Hinzu kommt der Turm. Da sehe ich, dass du dich von irgendwas befreien möchtest oder auch tust. Irgendwas, was dich schon länger stört. Von irgendwas kannst du dich loseisen. Vielleicht hängt das mit der ganzen Arbeit zusammen, ne, die du in der letzten Zeit getätigt hast. Vielleicht empfindest du das jetzt als gerade sehr befreiend, ja, davon einfach abzulassen. Und das passiert vielleicht auch in einen sehr, auf eine sehr impulsive Art und Weise. Auf jeden Fall hat diese Loslösung und dieses sich Befreien auch sehr viel mit deiner Person selbst zu tun, mit deiner persönlichen Weiterentwicklung. Und vielleicht kannst du dadurch dich auch frei entfalten oder freier entfalten. Schauen wir uns das genauer an. In der Vergangenheit. Das Ass der Kelche. Ein Kelch wurde dir gereicht, eine neue Empfindung, eine neue Gefühlslage hat sich bei dir eingestellt. Ein neuer Zyklus auf der emotionalen Ebene. Jemand hat dir einen Kelch gereicht, vielleicht hattest du dich auch verliebt. Das könnte bei einigen von euch der Fall sein. Oder vielleicht habt ihr euch auch neu verliebt, ne? Wenn ihr in einer längeren Beziehung seid, habt ihr da ein, ja, könntet ihr euch weiterentwickelt haben und neue Gefühle für euren Partner aufgebaut haben, die Gefühle erneuert haben oder eben für eure Familie, Freunde oder Freunde. Aber für mich ergibt sich noch kein vollständiges Bild.
Sehr viel Freude für euch, sehr viel Genuss und schöne emotionale Momente. Ja, das ist mir gerade etwas ein Rätsel, weil es ist ja bei euch eigentlich wirklich sehr vieles, was sehr schön ist. Na, also im Bewusstsein wisst ihr das auch wertzuschätzen und da gibt es sehr viel Freude und einfach sehr harmonisches Miteinander, eine gute Kommunikation, sehr viel emotionaler Austausch. Und dieses neue Gefühl, hier 1 und 9, ergibt 10, ist auch vollständig. Also es läuft eigentlich alles sehr gut, aber da gibt es etwas, was ihr hinter euch lassen wollt, was ihr beenden wollt. Auch es ist ein sehr, sehr starkes Gefühl auch. Es stört euch auch schon länger. Und es hindert euch auch an etwas, an eurer Weiterentwicklung. Und ich habe den Eindruck, noch wollt ihr das nicht so ganz an euch ranlassen. Ich will mal schauen, was passieren wird. Hier haben wir die 8 Kelche. Stehen natürlich mit den 8 Schwertern in Verbindung. Also genauso ambivalent wie das hier ist, ist es auch hier. Ne? Und in der nahen Zukunft werdet ihr euch einfach ein bisschen ausgelaugt fühlen. Vielleicht sind diese positiven Erlebnisse, die ihr haben werdet, auch irgendwann etwas zu viel für euch und ihr habt das Bedürfnis, in den Rückzug zu gehen und Energie aufzutanken. Also schätzungsweise, also ich würde jetzt bei vielen vermuten, dass die Weihnachtstage wirklich total schön sind, aber irgendwann ist es auch irgendwie zu viel und ihr braucht ein bisschen Energie für euch. Sowas könnte sich einstellen. Aber was ist das, was ihr beenden möchtet? Das ist irgendwie ganz... Es ist mir noch irgendwie ein Rätsel. Eure Einstellung. Ja, ihr seid irgendwie zwiegespalten, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Und wisst durchaus das Schöne zu schätzen und das, diese Emotionalität. Aber ihr traut der Sache irgendwie nicht ganz und befürchtet so ein wenig... Ja, dass euch das in irgendwas hineinzieht, so habe ich jetzt den Eindruck, dass das irgendwie nicht gut für euch ist, auch wenn es sich im Moment angenehm anfühlt. Für euch stellt das auch irgendwie eine Verlockung dar. Und ihr traut der Sache nicht so ganz. Der Teufel ist auch immer ein Hinweis darauf, Licht ins Dunkel zu bringen. Und sich der Sache, die im Schatten besteht, sich aufmerksam und ernsthaft zu widmen. Und dann löst man oft diese Problematik beim Teufel. Und dann weiß man oft besser, was dann zu tun ist. Oder was man lieber sein lassen sollte. Deine Umgebung. Da ist sehr viel Liebe in eurer Umgebung. Also eigentlich sehe ich hier keine Gefahr. Ne? Also es ist eigentlich das, was hier passiert beim Ast der Kelche und bei der Freude. Das ist absolut echt und wahr und einfach angenehm. Und in eurer Umgebung gibt es viel liebevollen Austausch. Wenn ihr gerade in einer Partnerschaft seid, dann ist das im Moment sehr harmonisch und darauf könnt ihr auch vertrauen. Oder auch mit anderen Personen, ne?
Es ist für diese Karte symbolisiert euer gesamtes Umfeld. Und da ist einfach sehr viel Liebe bei euch. Ihr seid von viel Liebe umgeben. Ja, ihr möchtet etwas Entscheidendes aufbauen. Ihr habt Pläne für die Zukunft. Ihr wollt für das nächste Jahr vielleicht oder auch in naher Zukunft, je nachdem, einfach mehr Stabilität und wollt in einen Wachstumsprozess kommen, der euch betrifft, aber euch auch nähere Personen in eurer Umgebung. Also hier geht es auch um Familienzuwachs, um familiäre Stabilisierung in jeglicher Art. Naja, hier ist gleich sind gleich die drei Kelche rausgeflogen, aber irgendwie habe ich das Gefühl, da fehlt noch eine Karte. Die ist so schnell rausgeflogen, das ist ganz merkwürdig jetzt gewesen. Ich ziehe noch eine Karte als Ergänzung. Ich habe irgendwie das Gefühl, oder jetzt kommen da zwei raus. Ja, also auch in eurer Zukunft gibt es halt eben diese drei Kelche, die einfach viel Grund zur Freude bringen. Das ist halt die Folge aus den Ast der Kelchen, den neun Kelchen und hier die drei Kelche. Und die Kelche entsprechen auch euren Element, die Liebe übrigens auch, die zwei Kelche. Also eins, zwei, drei, ne, ist auch ein aufbauender Prozess, eine Folge. Also da wartet viel Schönes auf euch. Und hier zeigt sich auch ein Wechsel, eine Stabilisierung. Damit kommt ihr auf jeden Fall euren eigentlichen Ziel, diesen 8 Scheiben, näher. Also, ja, ihr kommt euren 8 Scheiben näher. Und hier gibt es noch eine Prinzessin der Stäbe, die natürlich die gleiche Person sein kann wie diese Person, bloß auf eine verjüngte Art und Weise. Diese Person ist ein bisschen jünger und unbedarf, aber auch sehr präsent und abenteuerlustig, mit der kann man auf jeden Fall auch viel Spaß haben, mit dieser Person. Und dieser Person kommt ihr auch euch auch auf jeden Fall näher. Ja, jetzt fragt sich eben, also eigentlich läuft alles wunderbar bei euch, ne? Und ihr seid auch so in euren Element und da sehe ich auf jeden Fall, dass ihr der Ritter der Kelche seid, weil es sind gerade auch so viele Kelche um euch, dass ihr da einfach in eurer Energie seid und im Moment sehr authentisch interagieren könnt. Und diese Stäbeperson ist sicherlich euer Gegenüber, eine andere Person, mit der ihr gerade viel Zeit verbringt. Ja, aber worum geht es hier, ne? Das wird mir immer noch nicht klar. Mit irgendetwas, irgendetwas möchtet ihr beenden, von irgendetwas möchtet ihr euch befreien. Vielleicht hängt das wirklich mit dem Alltagsstress der vergangenen Zeit zusammen. Es könnte schon sein, dass ihr euch ein bisschen ausgelaugt fühlt. Aber vielleicht geht es hier auch um was anderes. Bei dem Turm geht es auch manchmal um gesellschaftliche Zwänge. Für den einen oder anderen könnte das ein Hinweis sein. Vielleicht diese Person, das Treffen mit dieser Person ist vielleicht verbunden mit irgendeinem Tabu, mit irgendeinem gesellschaftlichen mit irgendeiner gesellschaftlichen Norm, irgendwas,
Ja, aber ihr, ne, also irgendwas, wo ihr befürchtet, dass es irgendwie nicht so gut ist, dass euch das in irgendwas hineinzieht, was euch nicht gut tut. Aber ihr möchtet euch auch davon befreien. Ihr möchtet es auch beenden. In wenigen Fällen könnte das auch gut sein, dass ihr diese Beziehung beenden möchtet. Vielleicht. Aber das sehe ich nur bei wenigen. Aber das wäre auch eine Möglichkeit. Eine Karte zum König der Stäbe. Ja, hier haben wir den Prinz der Kelche. Ja, da zeigt sich natürlich ein Paar, ne? Oder es geht da um eure Selbstverwirklichung. Dass eure Selbstverwirklichung auch diese Facette des Königs der Stäbe hat. Dass ihr da auch Feueranteile zeigen müsst. Ja, hier haben wir wieder das Ass der Kelche. Kann natürlich auch für einen Prozess der Selbstliebe stehen. Ne, dass ihr eine neue Selbstliebe für euch entwickelt habt und plötzlich auch die Dinge aus einer anderen Perspektive beurteilt. Es ist wichtig, das zu überwinden. Das sehe ich auf jeden Fall. Ihr müsst euch davon befreien. Es wird euch gut tun. Und ihr werdet euch dadurch freier entfalten. Und ich sehe auch nicht, dass ihr auf Widerstand stößt. Ganz im Gegenteil, ihr werdet mit eurer Persönlichkeit, mit eurem ganzen Sein herzlich von eurer gesamten Umgebung empfangen. Also da ist sehr viel Liebe um euch herum und da habt ihr überhaupt nichts zu befürchten, egal wofür ihr euch entscheidet. Dann noch eine Karte zur Prinzessin der Stäbe. Ja, okay, der Prinz der Stäbe. Und ja, schon wieder Kelche. Ne, jetzt haben wir die vier. Ne? Jetzt haben wir eins, zwei, drei, vier. Also, da findet auf jeden Fall auch noch eine Weiterentwicklung statt. Es ist ein aufbauender Prozess, dieses neue Gefühl. Und es wird sich über eine lange Zeit positiv auswirken. Ja, das sind beides sehr junge Feuerkarten, ne? Vielleicht werdet ihr euch so fühlen. Könnte sein, dass ihr euch auch ein bisschen verjüngt fühlen werdet und dann einfach auch sehr neugierig, abenteuerlustig, energisch, dynamisch auf die Welt zugeht und ja, einfach in die Aktion tretet. Ja, oder ihr werdet einen Menschen begegnen oder ein Mensch ist an eurer Seite, der euch mit diesen Tätigkeiten, mit diesen Eigenschaften, mit diesem Temperament zur Seite steht, euch unterstützt. Und mit dem könnt ihr dann auch wirklich was aufbauen, ne? Da haben wir hier die zwei. Ach so, die seht ihr gar nicht genau. Entschuldigung. Hier haben wir noch die zwei Scheiben. Ja, 2 und 8 sind 10 vollständig, ne? Die passt perfekt zu den 8 Scheiben. Ja, also spannend, was da passiert. Und ja, total. Wir haben ja eigentlich jetzt fast alle Kelche auch da, ne? Ganz kurz, welche fehlt denn? Die 5 fehlt. Na, die 6 haben wir auch nicht. 5, 6. Sieben, die sieben auch nicht. Acht. Naja, aber wir haben. Ach, die neun haben wir hier auch. Ja, sonst haben wir fast alle. Also wir haben ja echt viele Kelchekarten. Und ja, da wünsche ich dir wünsche ich dir total schöne Feiertage und ein schönes Weihnachtsfest. Ich möchte dir noch einen Ratschlag vom Mond mitgeben.
Ach so, das sind die 6 Scheiben. Ich habe mir das jetzt. Egal. Ach, hier. Halte fest an deiner Vision. Ja, hier. Ne? Also irgendwie möchtest du dir etwas aufbauen. Und ich sehe hier für viele geht es hier um familiäres, ne? Dass ihr eure Familie weiterentwickeln möchtet, dass ihr euch eine Familie aufbauen wollt. Und halte an dieser Vision fest, du bist von viel Liebe umgeben. Und da wünsche ich dir nochmal schöne Weihnachten, einen guten Rutsch, schöne Feiertage. Und ich hoffe, dass dir diese Legung gefallen hat und dass diese Legung dir viele gute Inspirationen mitgegeben hat. Das würde mich sehr freuen. Und ich freue mich auch, wenn wir uns bald wiedersehen. Bis dahin alles Gute und bis bald. Hast du noch offene Fragen und möchtest eine persönliche Legung? Auf meinen Etsy-Shop kannst du eine eigene, individuelle Legung bestellen. Ab dem 23. Dezember gibt es einen Feiertags-Sale mit 50% Rabatt auf alle Legungen. Das Angebot gilt bis zum 30. Dezember. Es lohnt sich also, vorbeizukommen, und ich freue mich auf dich. Bis bald!